77.000 Berlinerinnen haben in diesem Frühjahr für eine Vergesellschaftung der großen Immobilienunternehmen unterschrieben. Die Kampagne Deutsche Wohn und Co. enteignen hat die Forderung gestellt, 200.000 Wohnungen in das Eigentum der Stadt Berlin zu überführen. 10 Stadt- und Mieterinitiativen haben in der Werkstatt Visionen für diese Vergesellschaftung ausgetauscht und weitergedacht, was danach passieren soll. Im ersten Teil der Werkstatt wurden die Erfahrungen der Selbstorganisierung der einzelnen Initiativen zusammengetragen. Wie alles begann. Das erste Mal zusammen. Die ersten Erfahrungen. Der erste kleine Sieg. Wer uns geholfen hat. Der schwierigste Moment. Der schönste Moment. Unsere gemeinsamen Erfolge. Im zweiten Teil ging es um die Gestaltung der Rekommunalisierung und um Visionen einer Vergesellschaftung des Wohnens. Erster Schritt: Wohnungen zurück. Deutsche Wohn und Co. enteignen. Was machen wir mit den Wohnungen, wenn sie der Stadt, also uns selbst, gehören? Wie kann die demokratische Teilhabe der MieterInnen an diesem gesellschaftlichen Eigentum organisiert werden? Eine Möglichkeit ist, die Wohnungen in eine Anstalt öffentlichen Rechts zu überführen. Nicht an das Aktiengesetz gebunden und ohne die Auflage, Profit zu erzeugen. Sollte ein Verwaltungsrat gegründet werden, in dem die MieterInnen, der Senat, die BerlinerInnen und die Belegschaft Entscheidungsbefugnisse haben? Preisbildung der Wohnungen, Baumaßnahmen und weitere Kaufmaßnahmen sollten in diesem Rat entschieden werden. Weitere Ideen waren der Bodenfonds. Der Boden sollte im kollektiven Eigentum von MieterInnen, NachbarInnen und VertreterInnen der Stadtgesellschaft sein und von einem Bodenrat demokratisch verwaltet werden. MieterInnenräte sollten aufgewertet werden, ein richtiges Mitspracherecht haben. Die Stärkung der Gemeinschaft auf Nachbarschafts- und Siedlungsebene. Die Mietpreis- und die Bodenpreisbremse. All diese Ideen liegen nun auf dem Tisch und müssen von der Politik aufgenommen werden. Denn die MieterInnenbewegung in Berlin zeigt, dass es machbare Lösungen gibt für eine gemeinwohlorientierte Wohnungs- und Stadtpolitik.